Hey Unge, ich habe ein neues Video. Gönn dir. Es gibt von meinem letzten LSD-Trip so verdammt unterhaltsame Aufnahmen und besonders spannend ist, dass aufgenommen wurde, wie ich einen Ego-Tod erlebe. Aber bevor ich euch diese legendären Aufnahmen im nächsten Video zeige, möchte ich hier kurz erklären, was ein Ego-Tod ist und was so die Vor- und Nachteile davon sind. Der Ego-Tod ist im Grunde die Real-Life-Version von der roten Pille aus Matrix, doch eins nach dem anderen. Der Ego-Tod ist ein Bewusstseinszustand, der bei einem Rausch einer psychedelischen Droge wie LSD, Pilze oder Ayahuasca eintreten kann, aber es ist auch möglich, diesen Zustand mit Meditation zu erreichen. Die Ego-Tod-Erfahrung ist etwas, das zwar extrem angsteinflößend sein kann, weil es sich wirklich so anfühlt, als würde man aus der Existenz gelöscht werden, aber dennoch ist es ein Zustand, den viele Psychonauten anstreben. Bei einer Ego-Tod-Erfahrung stirbt gefühlt das Ego, also das Selbst, das, womit man sich identifiziert. Hier ein Beispiel zur Veranschaulichung. Das ist Unge. Er ist ein Mensch. 29 Jahre alt, wohnte in Deutschland, jetzt auf Madeira. Sein Job ist YouTuber. Seine Lieblingsserie ist ziemlich sicher Ups, die Pannenshow und sein größter Traum ist es, eines Tages die Hand von Danny Klose zu küssen. Diese Dinge gehören zu Unges Identität bzw. Ego. Bei einem Ego-Tod wüsste Unge solche Details nicht mehr. Man weiß in diesem Zustand nichts mehr über seine Vergangenheit, man weiß nichts mehr über seine Ängste, Träume und man weiß gar nicht mal mehr, was überhaupt Menschsein bedeutet. Man weiß nicht mehr, wie man heißt und kann nicht mehr richtig reden, weil man Sprache nicht mehr kennt. Man verliert das Konzept von allem, was man kennt und was existiert. Man wüsste nicht mehr, dass ein Stift zum Schreiben da ist, ein Stuhl zum Sitzen, Kleber zum Schnüffeln, Nasen zum Hören, Frauen zum Vögeln und verrückte Feministinnen dafür, dass sie nicht checken, dass das letzte nur ein Joke war, um sie zu triggern. Danke an alle, die auf Instagram dafür gestimmt haben, dass ich diesen Joke mache. Wenn ihr mal vergesst, was Ego ist, schaut einfach mal auf Instagram. Da gibt es einen Überfluss davon und mein Ego will übrigens, dass ihr mir auf Instagram folgt. Bei einem Ego-Tod fühlt es sich so an, als wäre man nur noch reines Bewusstsein, ohne Gedanken, ohne den Filter der menschlichen Wahrnehmung. Sogar Zeit verliert während des Ego-Tods seine Bedeutung. Und weil man nicht mehr weiß, was Zeit ist und das Konzept von allem verloren hat, geht man davon aus, dass dieser reine Bewusstseinszustand der einzige Zustand ist, den es gibt und den es je gab. Und weil man sich für immer in diesem Zustand gefangen fühlt, kann da ein Gefühl der panischen Angst kommen. Die meiste Angst kommt aber vor der eigentlichen Ego-Auflösung, weil das Ego nicht aufgelöst werden will und dir das zeigt, indem es eine Todesangst in dir auslöst. Wenn die komplette Ego-Auflösung stattgefunden hat, ist es schwierig, Angst so zu spüren wie in unserer normalen menschlichen Wahrnehmung, weil man ja auch das Konzept von Angst verloren hat. Wenn die Ego-Auflösung häufig mit so vielen negativen Gefühlen verbunden ist, warum streben diesen Zustand dann einige an? Man kann durch den Ego-Tod die Essenz seines Seins entdecken. Man erfährt, dass man nicht seine Gedanken und sein Körper ist, mit denen man sich im Alltag identifiziert, sondern dass die essentiellste Zutat nur reines Bewusstsein ist, dass sich das Leben wie einen Film anschaut. Das kann sich sehr befreiend anfühlen, weil man dann das Leben nicht mehr so ernst nimmt. Selbst wenn man gerade eine schwierige Zeit hat, kann man die negativen Gefühle nach dem Trip bis zu einem gewissen Grad genießen, so wie man es genießt, in einem Horrorfilm erschreckt zu werden, obwohl Angst ja eigentlich eine negative Emotion ist. Man ist nicht mehr der depressive Charakter, sondern das Bewusstsein, das gerade den Film depressiver Charakter genießt. Das Ego ist der Teil in dir, der dir einredet, dass du immer glücklich sein musst, was du nicht musst. Da alles auf dem Prinzip der Dualität basiert, was man nach einem Ego-Tod auch sehr schön begreift, braucht es sogar negative Gefühle, damit die positiven überhaupt existieren können. Aufgrund der Tatsache, dass man nicht mehr in seinem Körper zu stecken scheint, kann man eine tiefere Verbundenheit empfinden mit allem, was existiert. Oder man fühlt, dass man in Wirklichkeit alles ist. In dem Moment, in dem man zurück in den Körper geboren wird, kann man auch eine unglaubliche Dankbarkeit dafür empfinden, dass man wieder in seinem Ego ist und sich den faszinierenden, einzigartigen Film, in meinem Fall Simon, anschauen darf. Todkranke Menschen, die Psychedelika nehmen, können eher mit dem physischen Tod abschließen, weil sie erkennen, dass sie mehr als nur ihr physischer Körper sind. Da man das Konzept von allem verliert, kann man in allen Dingen eine höhere, ungefilterte Schönheit wahrnehmen. Wenn ich jetzt eine Blume sehe, dann sehe ich sie immer mit einem Filter des Egos und verbinde die Blume mit Gedanken wie: Ah, eine Pflanze, ich könnte sie pflücken, um sie meiner Mutter zu schenken.
Und die Blume riecht auch bestimmt ganz gut. Und die Blume ist gerade da, weil gerade Frühling ist. Etc. Ohne das Ego sieht man die ungefilterte Schönheit der Blume. Es ist einfach nur ein Wow, was man nicht in Worte fassen kann. Dies kann auch nach dem Trip eine längere Faszination für alle Dinge auslösen. Sogar für Dinge, die man davor als negativ oder unästhetisch wahrnahm. Weil man kurz aus seinem Ego heraussteppt, kann man, wenn man wieder in seinem Ego drin ist, manche Eigenschaften von sich aus einer anderen Perspektive sehen und positive Änderungen in seinem Leben herbeiführen. Dass der Ego-Tod eine so unangenehme Erfahrung sein kann, für manche das Unangenehmste, was sie je erleben werden, kann dazu führen, dass man sich durch das Durchstehen dieses krassen Erlebnisses viel stärker fühlt. Und noch ein Vorteil, der selten genannt wird. Wenn man vorher schon versucht hat, durch spirituelle Praktiken wie Meditation das Ego aufzulösen, weiß man durch eine substanzinduzierte Ego-Auflösung, wo das Ziel ist, an das man sich nüchtern durch diese Praktiken hinarbeiten kann. Manchmal, wenn ich spirituelle Menschen ohne Drogenerfahrung von ihren Ego-Tod-Erfahrungen reden höre, bin ich mir nicht sicher, ob sich da wirklich alle Aspekte des Egos aufgelöst haben. Das bin ich mir nicht mal bei meinen eigenen Drogen-Ego-Tod-Erfahrungen. Aber natürlich bringt der Ego-Tod auch viele negative Aspekte mit sich. Für manche ist es befreiend zu erfahren, dass sie im Kern nicht ihr Körper und ihre Gedanken sind. Für andere kann das ein tiefer Schock sein, weil sie gerade erfahren, dass alles, was sie glaubten zu wissen, falsch ist. Alles kann einem auf einmal sinnlos vorkommen, weil Dinge, die man vorher als wichtig erachtet hat, nur eine Art Illusion des Egos waren. Vielleicht verfällt man dann in eine Art toxischen Nihilismus, hört auf, irgendwie normal zu leben und gammelt nur noch vor sich hin, weil man keinen Sinn mehr sieht, irgendwas zu tun. Manche Gehirne sind durch den Ego-Tod so überfordert, dass dadurch eine Psychose oder eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst werden kann. Je jünger du bist, desto eher kann das Ganze einen so negativen Ausgang haben, weil man da weniger in der Lage ist, solche Konzepte zu verstehen und zu labil ist, um sowas zu verarbeiten. Das Ego ist da vielleicht auch noch nicht gefestigt genug, dass das alte Ego, die alte Person, die man vor dem Trip war, nicht zurückkehren kann. Und selbst wenn man den Ego-Tod als etwas komplett Positives wahrnimmt und anfangs davon profitiert, kann es dazu führen, dass man sich zu sehr auf diesen Ego-Tod fokussiert und denkt, dass man den immer wieder haben muss. Das positive Gefühl, was man nach einem LSD-Trip mit Ego-Tod haben kann, hält oft Tage, manchmal sogar Wochen nach dem Trip an. Aber in der Regel ist das Gefühl dann ohne Dinge wie Meditation irgendwann weg und man wiederholt es unter Umständen so oft, bis man einen psychischen Knacks bekommt. Und ja, dass sich der Ego-Tod unbeschreiblich unangenehm anfühlen kann, habe ich ja schon öfter gesagt. Lass dich nicht davon beeinflussen, dass ich bei den Vorteilen länger geredet habe. Wenn du eine Psychose hast, kann der Ego-Tod noch so viele Vorteile haben. Man ist dann im Arsch. Es ist eher schwer zu sagen, welche Dosis man von welcher Droge braucht, um einen Ego-Tod zu erfahren. Wenn ich bei LSD eine Dosis von über 100 Mics nehme, erfahre ich eigentlich immer einen Ego-Tod. Aber ich habe Kumpels, die schon die fünffache Dosis hatten, ohne je einen Ego-Tod auf LSD erlebt zu haben. In der heutigen Zeit verwendet man Formulierungen wie Red-Pilled, um auszudrücken, dass man eine Erkenntnis oder Wahrheit begriffen hat, die für manche schmerzhaft sein könnte. Dieser Ausdruck basiert natürlich auf dem Film Matrix, in der sich Neo für die rote Pille entscheidet und erfährt, dass in dieser Welt nichts echt ist und wir eigentlich Wesen sind, die nur an einen Computer angeschlossen sind, der uns diese Welt simuliert. Und die äquivalenteste Erfahrung zu der Red Pill Erfahrung aus Matrix ist aus meiner Sicht eindeutig die Ego-Tod-Erfahrung. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Das Schöne ist, dass ihr auch positive Effekte des Ego-Tods haben könnt, ohne dass ihr den Ego-Tod selbst erlebt. Wie zum Beispiel durch dieses Video. Wenn du dir einfach so vor Augen führst, dass du ein Bewusstsein bist, das gerade den Film deines Lebens genießt, wird alles im Leben leichter. Also lass die Finger von Drogen und genießt den Film eures Lebens, indem ihr vielleicht einen Film schaut. Wie zum Beispiel die neue Folge von Cashless Crew, in der ich mitspiele. Das ist echt richtig geil geworden. Es ist schon die dritte Folge, in der ich mitspiele, also abonniert deren YouTube-Kanal und lasst einen Kommentar da, dass ihr von Open Mind kommt. Haltet auch schon nach den Aufnahmen von meiner letzten Ego-Tod-Erfahrung. Die werde ich in den nächsten Tagen veröffentlichen. Titel könnte ähnlich sein, also seid achtsam und seid auf jeden Fall Abonnent dieses Kabals. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world
and the real one.